Stellst du dann Woodframes rein? Ja. Dann schau ich einmal. Ah ja, dort ist ein Zombie, da liegt einer. Okay, dann lass ihn noch offen und. Der ist erledigt. Sei mal so nett und guck hinter die Theke. Ja, dahinter da, steht da, einer. Der Skaterboy, der da liegt, den hast du schon. Den habe ich schon. Alles klar. Die ist auch erledigt. Ich habe. Bau das wohl knapp. Ich glaube, oben ist sicher auch noch einiges. Vermutlich, ja. So, Eingangsbereich ist einmal. Safe, okay. Wow, jede Menge Zeug. Ja, und Leder. Armbrust. Armbrust, super. Der Bauplan für die Zombie. Ex. Gun safe. Okay. Habe ich jetzt mein Dings mit? Ja, ich habe die Eisen Pickaxe mit. Ich habe sie auch dabei. Kann ich die Tibra jetzt schon fertigen? Ja. Ja, wir müssen sie da durch eine Menge an Türen hacken. Okay. Ich schaue nach oben. Okay. Oh, da liegt was. Oh ja, da lebt einer. Also lebt. Mhm. Oh. Okay, jetzt da läuft ein Kreis. Der ist runter. Ja. Und er liegt. So, der ist auch erledigt. So, da oben ist, glaube ich, nichts mehr. Ne? Hast du ihn? Ja. Glaub schon. Also, ich höre den nicht mehr. Ist das da unten? Nein, ich habe noch nicht alle Türen aufgemacht. Kann natürlich auch sein. So, wo haben wir die Eisenpickaxe da? Aha, da hat wer. Da hat sich schon wer rausgeschlagen. Das ist schon her. Auch erledigt. Okay. So, und jetzt war da noch eine Tür da drüben. Bin in den Waschräumen. Ja. Ah, schaut gut aus, ist leer. Nur noch eine Tür. Und die ist ich zu kann cool. Nichts mehr nehmen. Shit. Ja, aber ist nicht Sinn. Ah, oh, da geht's nach außen. Das war sehr intelligent. Die wir gar nicht aufmachen brauchen. Okay, wenn das kann ich scrappen. Ja, das lasse ich da. So, dann schauen wir mal, was haben wir denn bis jetzt? Die kann ich strappen. Ich würde mal sagen, das können wir gleich lernen. Die Warnbrust lerne ich gleich mal. Mhm. Das können wir zerlegen. So. Ich hack mich da durch den Ganzen. Was ist das da? Hoppla. Das wäre Kartoffel. Was mache ich denn? Was mache ich denn?
Oh, noch einer. Ich leg das mal rein. Das brauche ich, das behalte ich. Du könntest mir mal was zusammenlegen. Mhm. Bitte. Ich bin in der. Deine Gansel ist schon offen. Sehr schön. Kannst du reinlegen. Wäre in der Lobby, aber das passt schon. Ah, okay, na dann komme ich nach vor. So, Patronen. Knochen und so liegen schon herum. Okay, ein schwebender Bildschirm, geil. Was ist das? Compound-Bogengriff, okay. Oh, ein Jagdgewehr komplett. Na, das. So, wo bist du da? Lobby. Gut. Ich leg da mal was rein in den Mistkübel. Ja, okay. Ich tue mal einiges misten. Was du eventuell auch haben könntest. So, schau mal. Ja, die Casino-Tokens kann ich zusammenlegen. Öl habe ich keine, Stofffetzen habe ich auch nicht. Leder habe ich noch. Glas habe ich auch nicht. Leder habe ich auch nicht. Ja, Stofffetzen haben wir. So. Okay, ich habe Sand, Eisenspitzen für die. Eisen hätte ich normal. Na, normal. Forged Iron habe ich, Nägel habe ich. Nägel habe ich auch. Ja, kannst reingeben. Dann lege ich es rein. Papier. Habe ich. Passt. Patronen. Habe ich, kann ich dir geben? Nein, lass mal gleich. Legst du dir das zusammen und ich nehme dafür das, was ich da nicht gehabt habe, was du reingelegt hast. Glas? Dollar? Nein, habe ich alles drin. Holz habe ich. Pflanzenfasern? Habe ich. Passt, dann habe ich wieder zwei frei. Gut. Okay. Du müsstest jetzt da was frei haben. Mhm. So, dann schauen wir da noch. Den Gansee freien, weil das Gewehr will ich mitnehmen. Das bringt uns am Tag 14 ein bisschen was. Dann den langen Schrotflintenlauf, den orangenen. So. Und schmeißen warst dafür. Du da irgendwo oben? Da stehen überall. Ja, ich war da oben. Ja, aber da stehen überall Kisten. Kartoffeln. Brauche ich die? Kartoffeln haben wir jetzt mittlerweile selbst. Haben so wir selbst viel, genug, ja. Kann ich eigentlich da lassen. Schmeiß mal raus. Da stehen Kisten auf den Regalen. Ja, überall. Ich weiß noch nicht, wie man da hinkommen soll jetzt alle. Ein Klo. Da war eine Toilette drin reingeschaut und da war dreckiges Wasser drin. Naja. Okay, was zerlege ich noch? Ich zerlege einfach den Nägel. Ich habe altes Geld. Ja, kann ich nehmen. Wo bist du? Ah, dort. Ja, warte mal. Dort. Ups. Na, das war kaltes Geld, aber ist okay. Achso, was war das? Es, weiß ich nicht mehr. Ich habe Stofffetzen auch. Hast du Fett und Fleisch, also nein. Verrottetes Fleisch? Nein. Fett. Fett? Fett habe ich, ja. Ah, okay. Warte, Moment. So. Bitteschön. Danke. So. Da war ein Bildschirm. Warst du in der Küche schon drin? Da sind immer richtige Geräte drin. Aber wir haben ja. Nachdem wir noch die Werkbank noch nicht gebaut haben. Ja, der ist da weg, dann kommen wir zu der Kiste. Ja, mit dem geht's schneller, oder? Nada. Was gibt der Kühlschrank hier? Bottle the water, na bitte. Was fällt da aus runter? Alter.
Okay, kommt nichts raus. Da nichts raus. So, auch nicht. Ja, einfach alles mitgehen lassen. Mit was zahlt man eigentlich in den Automaten? Mit den Dollars, oder? Ich glaube mit den Dollars, oder... Irgendwas drinnen, was man brauchen kann. Das haben wir alles... Du warst schon da drin? Drinnen war ich, aber ich habe es noch nicht gelootet. Okay. Wie kommt man da rauf, bitte? Das sind immer wieder Leitern. Ja, aber eben da nicht. Ja. Aber er wird fremd, oder? Mhm. Denkt man, ist ja zu kompliziert. Scheißhaufen. Aber da ich ja jetzt eine Range habe, kann man dann Dinger bauen. Schaut, dass wir noch keine mit haben. Jede Menge an Elektronikgeräte, die da verpackt sind. So. Was war da jetzt drinnen in dem WC? Scheißhaufen, hast du das gerade gesagt? Bottled Murky Water. Ja, das war das zweite WC. Gut. Murky Water hätte sehr viel. Eine Range! Zwei Kuckenbot. Was macht das am Klo? Also mit der Range könntest du das gerne nutzen. Kannst du das alles abbauen da. Eine. Noch eine Range. Du wirst das auch nicht mehr aufnehmen können. Nein, ich kann nichts mehr aufnehmen. Aber wir kommen ins WC, wir tauschen da einiges aus. Nee, ich hab da Rosten auch schon was liegen. So, gib wo da denn? Ins Kastel rein. Kannst du einiges reingeben. Ich sag dir, was ich hab. Mhm. Nägel, Scrapped Iron, zerbrochenes Glas, Forged Iron, Patronen, Scheißhaufen, Kleber, Papier. Das habe ich da alles schon gegeben. Ich habe Eisen hab ich reingegeben und den Kochtopf kannst du scrappen. Okay, ja, wir können nicht mehr so, machen. Ist drin. Aus, geht nichts mehr. Was ist das? Holz, Holz, Leder. Das Leder glaube ich nicht mit. Ja. Eine graue Range werde ich zerlegen. Wir können ja bald eine machen, oder? Kannst du zerlegen. Oh, ich habe eine Schrotflinte. Mir kann nicht aufgefallen. Ich habe irgendein Ganze, ich habe mir gedacht, das ist ein Bauteil. Eine komplette Schrotflinte. Ja, cool. Wer will denn die? Was? Wir wollen eine Schrotflinte. Das zerlege ich jetzt einfach. Gelbe Pistolenteile. Das kann ich zerlegen, oder? Aber jetzt ist das Leder weg. Jetzt habe ich zu lang gehört. Gut. Ja, so, wäre noch es viel ist, da, aber ich es kann nichts mehr. Es ist 17 Uhr. Ja, laufen wir weiter. Du bist vorne? Nein. Ja, ich bin da raus. Da. Gleich neben dem... Bist du noch in den Nassräumen? Nein. Nein. Ah, dann bist du auf der anderen Seite vom Gebäude. Ja, ich bin jetzt wieder hinten. Na, okay. Sehe dich. Okay. Da ist es. Ja, wir müssen nur nach Westen. Noch nach Westen. Ja, weil sonst laufen wir jetzt genau zu unserem Projekt. Ah, das gehen wir noch nicht preis. Nein, das tun wir nicht, ja. Und irgendwo war da doch auch ein Hund. Wie gesagt, im Tag 14 schauen wir sich's dann gemeinsam an. Ist da einmal wichtig, dass wir die Quest erledigen. Mit dem Traitor dürfte es dann auch durch sein, gell, die Questreihe. Ich habe jetzt keine neue bekommen. Ja, ich habe auch nichts mehr bekommen. Aber jetzt gar nicht so. Survivors. Okay. Ah, cool. Können wir da schon. Nein, wir müssen nur rauf. Also rauf, Richtung Westen. Jede Menge interessante Gebäude. Ja, das wird spaßig nach Tag 14. Ach, da war wieder irgendwo eine Schlange. Auf die achte ich auch noch viel zu wenig. Aha. Das wäre ja einmal übersehen. Aha. Kaktus. Ja.
gemacht, was ist vorbei? Das war ich. Alles klar. Bin wieder auf der Street. Jupp. Bin hinter dir. So, und da ist gerade nach oben und Home Sweet Home. Genau. Ah, Kirche, oder? Ja. Mhm. Das große Gebäude schaut ja mehr interessant aus. Mhm. Bürokomplex. Ja, nach Tag 14 werden wir da einiges looten. Das wird schön. Ja, wir werden es auch so weiter beibehalten, dass wir am Gebäude teilweise oder an den, in der Mine farmen und so weiter außerhalb der Sessions. Kann sein, dass wir mal irgendwelche Zeit drauf oder so machen, aber ich glaube nicht, weil das kennt man, glaube ich, mittlerweile. Also diejenigen, die das noch nicht kennen, das 7 Days. Gibt es ja, glaube ich, kaum mehr. Es ist ja schon so lange im Early Access. Da hat man sicher schon genug Aufnahmen gesehen. So. Was ist das? Hatte. Spannende Gebäude. War man auch noch nie. Okay, Tussi. Vorbei an dir. So. Ah, okay, bei mir ist die Ausdauer aus. Ich sollte da mal was trinken. Ah, das könnte von Vorteil sein. Hey. Ja, die Tibra wird jetzt über Nacht, glaube ich, eine Werkbank aufstellen. Ne? Ja, endlich. Bei der ersten Range habe ich ja genau. Dann verbraucht kann quasi. Sie uns schon die ersten eigenen Ranges bauen. Mhm. Hast du die jetzt gescrapt vom PC oder? Nein, nein, die habe ich. Die hast du, ja. Ja, falls was schief geht, dass wir noch eine in Reserve haben. Falls ich ganz unfähig bin. Ja, nicht Teil deshalb, aber in 7 Days ist schon mehrmals was abhanden gekommen. Ja, stimmt. Wenn man es einmal kurz rausschmeißt oder so. Ja, und wir werden da rund ums Gebäude trotzdem noch ein bisschen absichern. Wir werden aber Tag 14, Nacht 14 im neuen Gebäude verbringen. Ja, da haben wir jede Menge Lehm rausgeschaufelt. Jo. So. Was brauchen wir noch? Holz? Eine Lehmgrube. Ich werde da mal reparieren. Ich bin schon mal oben. Okay. Na? Ja, den Garten, das haben wir uns vorhin gar nicht angeschaut, hat die Tibra ausgebaut. Mhm. Wir haben beim Farmen wir sehr viel jetzt Erde bekommen. Wir sind absolute Selbstversorger. Und ja, wir können eigentlich von den gebackenen Kartoffeln schon relativ gut leben. Wir haben so ist es. Jede Menge Maismehl schon. Wir bauen sogar die Champions an, die Schwammerl. Mhm, die brauchen ewig zum Wachsen. Ich muss aber sagen, ich habe hier nichts gedüngt. Ja, oder kaum was gedüngt. Ich hebe das für drüben auf. Mhm. Denn ich mache jetzt eine Werkbank. Dann will ich eine Mischmaschine machen. Und für die Forge brauche ich noch einen Teil, um Forge Steel zu machen. Dieses komische Teil da oben, das brauche ich. Ja, genau, die Gussform. Gell? Ja, die Gussform. So. Ja, Tibra hat noch was gefunden, einen Compound-Bogen, leider nur in Grau, mit Level 43, der liegt da herinnen. Hat das jemand fragt, ja. Ganz kurz, die Range hat, die was ich gefunden hatte, 159 Orange, welche hast du? 136. Okay. So, und wer jetzt aufgepasst hat, der hat es jetzt im Inventar schon gelesen. Ich habe Buchstaben angefertigt für das Gebäude. Ah, okay. Hast du das drinnen, oder? Ja. Jagdgewehr haben wir bekommen. Genau, das liegt ja da rein. Ich bin gerade total... Ah, das Glas werde ich einschmelzen. Das ist ein guter Plan. Mhm. Jo.
Wir haben jede Menge Eisenspitzen, Pfeilspitzen, die werde ich. Ja, ich habe auch ein paar da. Verbauen. Wir bauen sie ja dann schon die Stil. Mhm. So, da bist du drin. Trotz dieser vielen Kisten, wir blockieren uns gegenseitig. Murkiwoter. So, das gehen wir da raus. Das Bauteil gehört da rüber, die Federn können da her. Oh. Bin aber gleich fertig da. Ja, ja, mach noch. Da, Vitamine. Wir sind ja richtige Sammler. Sehr toll, sehr toll. Was mache ich jetzt mit der Range? Noch behalten, oder? Behalt sie bitte noch. Ja, gut. So, Kacke zu Kacke. Sehr gut. So, die andere ist frei. Dankeschön. Viel muss ich da rein? Fett. Was haben wir da? Trübes Wasser, okay, das lege ich gleich zusammen. Eier. Und die Eisenspitzen, wo sind denn die? Die habe ich gerade genommen, ich habe gesagt, die für die Pause. Ah, okay. Da habe ich nämlich noch welche reingelegt. Das behalte ich. Ah ja, da sind so Deckenlampen bekommen. Wieder spannend, die möchte ich dann drüben nämlich schon verwenden. Ja. Bin sehr gespannt, was sie da geändert hat, ob die dann einfach leuchten oder ob man es wirklich schon mit Elektrik verkabeln muss. Mhm, wir haben Unmengen von Material, man sieht die Eisenfragmente. So, dann werden wir gleich mal im Hintergrund zwei Armbrust bauen. Zwei mehr Armbrust, was brauche ich? Ich habe keine Ahnung, was wo drin ist. Eisen, Leder, Kleber, Klebeband, ah, ja. Holz. So. Eisen. Nein. Bitte, wo ist das Press drinnen? Was ist Press? Press. Press. Zinn und Press. Ach so. Ja, genau. Kupfer. So, der Rolli. Kleberband, Leder brauche ich noch. Leder. Da ist Leder. Die Ranch. Und mein Holz, das ist da in der Kiste. Dein Holz. Werkbank. Du bist ja auch ein Brust, oder? Natürlich. Passt. Aber da kann ich die. Ich habe jetzt 127 Arrows. Ja, die kann man zerlegen. Also ich zerlege meine, ich baue mir einen Brustbolzen. Okay. Bitte, wo habe ich die dämliche Werkbank drinnen? Ah, da. Was brauche ich? 25 Forged Iron, Mechanical Parts, die Range habe ich, den Clawhammer, ein bisschen Holz, das habe ich. Also 25 Forged Iron und Federn brauche ich. Mechanical Parts. Federn holen wir sie schnell. 25 Forged Iron und Mechanical Parts. Was haben wir da eigentlich noch? Ah, Stahlpfeile hätten wir auch gehabt, 79. Wie könnte man mit Compound-Bogen nur verbrauchen? Willst du verschießen beim Tag 14? Gern. Weil dann sehr nimmst gern. Du den Compound-Bogen mit und die Stahlpfeile, die sind ja da drin. Und die Schrotflinte habe ich reingelegt, da hast du oben 21 normale und 10 von den guten. Aber die grünen sollte das glaube ich noch nicht verwenden, weil es nur eine orange Schrotflinte ist. Okay. Das ist wahrscheinlich unnötig, die verballern. So, wo ist der Compound? Bei den Waffen. Hä? Schrotflinte Waffen? Und ich glaube 3 oder 4 weiter ist. Wow, 500er Armbrust. So, dann kann ich meinen Bogen zerlegen. Den brauche ich nicht mehr. Und dann bauen wir gleich einmal die Eisenbolzen. Das kann ich zerlegen. Zwei Stück. Bin ja schon sehr gespannt, wie viele kommen werden. Tag 14. Genau, Tag 7 weil Tag 7 war ja genau 0. Ich leg da ganz rechts, lege da die violette Armbrust rein und die Hälfte der Eisenbolzen. Die Shotgun soll ich mir auch nehmen? Die Schrotflinte, ja, ja, kannst du da nehmen. Dafür gibst du mir dann die Munition von der Plunderpass. Ja, die lege ich gleich bei den Waffen rein. So, Armbrust und Eisenbolzen ganz rechts. Yes. Alles klar?
So, was nehmen wir noch? In Bogen kann ich zerlegen, hast du gesagt? In normalen Bogen kannst du zerlegen, ja, den brauchen wir nicht mehr. Ah, okay. Den nehmen wir mit, das legen wir retour, das Klebeband, da legen wir retour, das legen wir retour, das legen wir die retour. Die Pfeile kann ich für einen Compound-Bogen brauchen. Die Stahlpfeile. Ja, die anderen? Die kannst du scrapen, zerlegen. Okay. Die brauchst du nicht mehr. So, wir können jetzt auf alle Fälle Eisenspitzen produzieren. Mhm. Also, sollten wir über die Nacht, glaube ich, machen. Okay, das war's wieder für diesen Tag. Ja, ihr seht schon, die letzten Vorbereitungen für den Tag 14 in Händler haben wir erledigt. Die Tibra hält schon ihren Compoundbogen. Hier sieht man die Armbrust dazu. Und dann sehen wir uns am Tag 14, 4 Uhr morgens. Und dann schauen wir sie an, was wir da gebaut haben im Geheimen. Alles klar. Bis dahin, Happy Gaming. Ciao, ciao. Ciao.